Hallo und herzlich willkommen zum ersten Commentary auf meinem Kanal. Ja, heute geht es um die 416 Carabine aus Battlefield Play for Free. Beginnen wir mal mit den allgemeinen Informationen. Die Rate of Fire der 416 Carabine beträgt 600 Schuss in der Minute und ist damit Durchschnitt. Sie ist nicht so schnell wie die Farmers, aber auch nicht so langsam wie die L85. Sie ist vollautomatisch und verschießt normale Munition. Ihr Magazin fasst 24 Schuss und man hat 3 Stück dabei. Ihre Kugelgeschwindigkeit beträgt unglaubliche 650 Meter in der Sekunde. Das ist die zweitschnellste der Assault Rifles und wird nur noch von der L85 A2 getoppt, die eine Kugelgeschwindigkeit von 675 Metern in der Sekunde hat. Aus der extrem guten Kugelgeschwindigkeit lässt sich auch eine wirklich sehr gute Reichweite, eine maximale Reichweite feststellen, nämlich 260 Meter. Ja, der Recoil ist nicht im Aimdown-Side relativ hoch, jedoch im Aimdown-Side ist er relativ niedrig mit einer gleichen Tendenz nach links ohne Attachments. Die Aimdown-Side-Zeit beträgt 0,2 Sekunden und ist damit so gut wie jede andere Assault Rifle. Und die Delay-to-Weapon-Time, das heißt wie lange es braucht bis die Waffe fertig gewechselt ist, beträgt 0,3 Sekunden. Ist echt fast wie die Waffe, bis auf L85 und noch ein paar andere Werte, nämlich L85 hat 0,4 Sekunden, aber ganz ehrlich, die 0,1 Sekunden, auf die kann ich auch verzichten. Ja, der Damage, der ist okay, nächstes Mal. Auf Close Range macht sie 23 bis 25 auf Body und auf den Head macht sie 48 bis 53. Auf Mid Range macht sie 20 bis 22 und auf Head macht sie 42 bis 46. Long Range auf Body 18 bis 22 und Headshot 38 bis 46. Das sind echt gute Werte, bis auf der Close Range Damage, der ist ein bisschen niedriger. Aber dafür, das erfahren wir noch später, warum das so ist. Weil es hat einen Grund. Ja, die Close Range geht bis 20 Metern und die Mid Range bis 40 Meter. Das heißt, 20 bis 40 Meter ist noch die Mid Range. Long Range ist ab 40 Metern bis 260 Metern wegen der maximalen Reichweite. Kommen wir nun zum Gameplay der Waffe. Sie ist präzise, jedoch muss man auf Distanz Burst bzw. Single Shot Firing betreiben. Sie ist jetzt mit meinen Attachments nicht so gut geeignet auf dem Close Quarters Combat wegen dem Damage, aber dazu erfahrt ihr später mehr. Ja, außerdem kann man im Nahkampf sprayen, wenn man es ein bisschen geübt hat. Da muss man nicht ins Visier extra gehen und dafür 0,2 Sekunden verschwenden und ja. Ja, nun kommen wir mal zu meinen Attachments. Und zwar, sie sind Nemesis Stock, Viper Max, Predator Barrel und Rapid Aim Red Dot. Ja, warum diese Attachments? Erstens, der Recoil geht so gut wie nur nach oben und das ist wirklich einfach zu kontrollieren. Außerdem ist die Kugelgeschwindigkeit bei 800 Metern pro Sekunde und ist wirklich Bombe. Außerdem hat sie einen verdammt hohen Damage auf Long Range. Ich sage wirklich. Er ist so verdammt hoch, dass der Long-Range-Damage höher ist als der Mid-Range-Damage. Außerdem hat sie 30 Schuss im Magazin dank dem Viper-Max und einfach ein besseres Visier dank dem Rapid Aim Red Dot, weil das Korn der 416 Carabine ist verschoben. Das heißt, wenn ihr ihn genau trefft, dann ist es ein bisschen weiter drunter. Das werde ich nur mal zeigen. Und ja, dann kommen wir mal zu meinem Fazit. Und zwar, mit meinen Attachments ist sie wirklich gut auf Mid- und Long-Range. Man kann sie jedoch auf Nahkampf trimmen mit den Nahkampf-Munitionen oder was anderem, was Nahkampf-Damage pusht. Und dann kann man auch auf Karten wie Sharky oder sowas spielen. Jedoch mit meinen Attachments sind die empfohlenen Karten Mashdoor, Karkend oder andere Maps, die noch von der Größenordnung sind. Nicht zu empfehlen sind Karten wie Oman oder Dalian oder teilweise auch Dragon Valley, da die einfach viel, viel zu groß sind und es eigentlich nur eine Karten-Maps, eine Fahrzeug-Map oder einfach eine Sniper-Map ist, wegen den verdammt großen Distanzen. Ja, ich würde die Waffe kaufen, wenn man entweder defensiver spielt oder wenn man eigentlich nur auf Karten wie Karkin oder Mashdoor spielt oder wenn ich eben nicht so gerne in Nahkampf gehe. Jedoch, einen Nachteil hat sie, und zwar, man muss wirklich Geld in die Attachments investieren, ansonsten kann man die eigentlich fast vergessen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Schreibt Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Einfach in die Kommentare, welche Waffen ihr sonst haben wollt, als Commentary. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.